Abelmir wurde verurteilt. Die Graue Gilde hat Recht gesprochen und ihn nun auch aus der nächsten Organisation ausgetragen. Damit ist er wieder gildenlos, wenn er nicht nach der angebotenen schwarzen Hand greift. Er wurde nicht für das Anzünden der Akademie belangt oder der geräumischen Spielhölle mit dem verfluchten Gold, sehr wohl aber für einen gänzlich anderen Punkt. Der geräumische Anwalt hat viel Geld in die Hand genommen und recherchiert. Die Gedanken und Geheimnisse der Grauen Gilde wurden weitergegeben. Spektabilität von Punin und Konvokator Prima Prischer von Graliskotz kann ihren Vorsitz nicht weiter führen und dieser Verrat wiegt schwer. Auch wenn Abelmir hier nicht mit Absicht gehandelt hat, sondern im besten Willen, so kann ihm diese Tat trotzdem nicht verziehen werden. Dies macht seine Geschichte umso tragischer. Derweil stehen Isarun und ihre Gefährten vor Rohaya von Gareth, die auf einem basaltenen Altar liegt und gerade ihre Augen geöffnet hat. Der Rabe von Punin ist bei ihnen und hat sie durch die Traumwelten und die Sorgen der Prinzessin geführt. Wir schreiben den 14. Rondra 1028 nach Bosporans Fall. Und so beginnen wir. Ihr könnt erkennen, wie dicke Tränen Ohayas Wangen entlanglaufen, während sie dort liegt, und sie blickt euch aus großen Augen an. Willkommen zurück. Bei den Lebenden, meine ich. Danke. Sieht nicht aus, als wäre sie tot gewesen. War ja auch nicht tot. Sie hat lange geschlafen. Genau, abwesend, könnte man sagen, gewissermaßen. Vielleicht sollte ich mich einmal vorstellen. Ich bin Boltax. Freut mich, euch kennenzulernen, eure kaiserliche Majestät. Ich kann das nicht richtig. Hoheit. Genau. Ich glaube, sie ist Königin von irgendwas. Frag mich aber nicht was. Gerätien unter anderem. Verzeiht, wie fühlt ihr euch? Ich. Verzeiht mir, Helden. Der Rabe von Punin schaut euch an und nickt euch bedächtig zu. Ich glaube, sie kennt euren Namen bereits, da sie immerhin die letzten paar Tage mit euch durch das Land zog. Ich glaube, wir sollten sie einen Moment alleine lassen. Ja, das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Das ist doch etwas überwältigend. Kommt, dann gehen wir einmal hinaus. Sind wir nicht gerade erst hineingegangen, um sie zu sehen? Ja, und ich bin mir sicher, sie wird bald zu uns stoßen. Lasst euch alle Zeit, die ihr braucht. Wir werden auf euch warten. Sie muss sowas wie meditieren, Mendarion. Genau, und du magst das doch draußen eh viel mehr mit dem Wind und so. Und ja. Das ist wahr. Fühle nur etwas seltsam, dass wir all diese Überwindung auf uns genommen haben, um nun wieder umzukehren. Ja, freu dich doch. Außerdem kannst du dann mit dem Raben reden. Du wolltest doch mit dem Raben reden. Während ihr rausgeht, gemeinsam mit dem Raben von Punin, könnt ihr hören, wie sie sich wohl von dem Basaltaltar erhebt und dann zumindest erstmal darauf sitzen bleibt. Dann, wenn ihr draußen steht, könnt ihr auch erkennen, wie Gernot von Mersing, der Schwingenführer, wohl immer noch dort vor der Tür auf euch gewartet hatte, vor der schwarzen Tür, durch die ihr getreten seid. Jetzt allerdings könnt ihr keine finstere Schwärze erkennen, sondern seht dort immer noch Rohaya auf dem Altar. Es gibt einige merkwürdige Laute, die beiden in einer fremden Sprache austauschen, und der Rabe würde dann wieder zurück in den Raum gehen und die Tür verschließen, während Gernot von Mersing euch jetzt wieder anblickt. Ihr habt ihr geholfen, ausgezeichnet. Damit haben wir zumindest das Gedächtnis von ihr wiederhergestellt. Sie ist keine andere Person. Sie kann sich natürlich auch an die Zeit mit euch erinnern. Auch du, Boltax, musst dich nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich sehr gut, sehr gut. Sie hat nur ihr Gedächtnis wieder dazu bekommen, was sie einst verlor. Und das muss sie jetzt verarbeiten. Ah, naja, sicherlich, das ist ein großer Schock bestimmt. Aber ihr solltet natürlich wissen, dass das Oberhaupt unserer Kirche ein exzellenter Seelenkundiger ist, der auch ihre Traumata wiederherstellen kann, beziehungsweise ihren Geist repariert. Ja, ihr müsst euch nicht sorgen, und wenn das nicht klappen sollte, es gibt ja auch noch sehr fähige Geoden.
Ja, Boltax, das ist sehr freundlich, dein Angebot, aber ich bin mir sicher, dass der Rabe von Punin mehr als geeignet dafür ist, ihre Erinnerungen wiederherzustellen und sie, nun ja, so zu betreuen, dass sie sich in ihrem neuen, alten Leben wieder zurechtfindet. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wollte es nur angeboten haben, man weiß ja nie. Wie ich bereits sagte, die Kirche der Puniner Ritus ist kein politischer, zumindest nicht, wenn es darum geht, zu beurteilen, welcher Kaiser auf dem mittelreichischen Thron sitzen soll. Es geht uns also nicht darum, ob Selindian, Rohaya oder sogar ihre Schwester dort sitzt. Wir kümmern uns um all diejenigen, die unserer Seelenkunde bedürfen. Also wie wir Geoden, da sind wir einander doch sehr ähnlich, würde ich sagen. Ja. Ihr seid sehr unterschiedlich, Boltax, ihr seid sehr unterschiedliche Menschen und Zwerge. Ja, aber ich meine, wir kümmern uns ja auch nicht darum, wer auf eurem Thron sitzt, oder wir helfen ja auch denjenigen, die Hilfe brauchen. Ja, und genau deswegen funktioniert die Beziehung zwischen Menschen und Zwergen auch schon seit vielen Jahrhunderten so gut. Ja, nicht wahr? Und weil wir das beste Bier machen. Selbstverständlich sind wir nicht ganz unpolitisch. Es hört nämlich genau an der Stelle auf, wo alanfarnische Grenzen übertreten werden. Aber über diesen Punkt möchte ich mit euch an dieser Stelle nicht reden. Immerhin schulden wir euch etwas. Damit nickt er mal Kiaras und Rafim zu. Ihr wisst ja, die Türen stehen immer offen. Ganz sicher. Für euch auch. Danke. Ich bin ein Diener Rayas. Ich habe mit eurem Streit überhaupt nichts am Hut. Umso besser. Also bitte stört mich damit auch nicht. Gut, gebt uns einfach noch ein paar Tage. Ihr dürft die Villa oder diesen Palazzo einige weitere Tage, solange Rohaya hier verweilt, benutzen. Oh, das ist sehr freundlich. Das ist sehr nett. Solltet ihr wieder aufbrechen wollen, dann sagt dies. Alternativ verweilt so lange, bis Rohaya wieder mit euch reden mag. Ich denke, wir werden verweilen. Fürs Erste und ich schau dir an. Es ist Zeit, neue Pläne zu schmieden. Da habt ihr recht. Zunächst einmal werden wir eine Weile in der Stadt bleiben, aber ich denke, allzu lange sollten wir uns auch nicht aufhalten. Dennoch, wir wollen abwarten, wie es der Thronfolgerin geht. Wenn ihr etwas braucht von der Puniner Kirche, sagt Bescheid und das wird euch gewährt. Damit führt er euch die Katakomben wieder nach oben und tritt dann an der großen Rabenstatue wieder nach draußen. Danke für eure Hilfe. Nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich muss euch danken. Er nickt nur noch und scheint kein unnötiges Wort hier zu verlieren. Ja, damit steht ihr wieder auf dem Platz des Schweigens, vor euch der bunte Zartempel, neben euch einige Pilger und das bunte Treiben der Stadt. Wenn ihr mich entschuldigt, ich würde schon mal zur Villa zurückgehen und auf Abemir warten. Ich muss noch was mit ihm besprechen. Ja, wo ist er denn eigentlich? Ich denke, er wird ein bisschen durch die Stadt wandern. Also das würde ich zumindest machen. Ja, ich würde sagen, wir anderen können uns ja in ein kleines Lokal setzen und erstmal auf unseren Erfolg anstoßen, nicht wahr? Ach, was für ein Tag. Also wirklich. Mir kommt es vor, als wären 3 Tage vergangen. So viel ist heute passiert. Ja, ich bin einfach nur froh, dass wir endlich zumindest eine Person retten konnten. Ja, genau. So, ich brech dann schon mal auf. Esst was für mich mit. Ja, wir bringen gut ein Bier mit. Das ist nett. Ja, ich würde mich dann auch zurück zur Villa begeben und dort Abemirs Ankunft abwarten. Ja. Wann auch immer das geschieht. Es ist natürlich schon Abend, beziehungsweise ja, vielleicht schon früher Nacht, sodass ihr dann entweder in eine Lokalität eintreten könnt, eine Taverne, wo ihr dann noch bis zur, ja, eine richtige Sperrstunde gibt es nicht, aber irgendwann wird auch da dann ein Wirt euch vor die Tür setzen, sodass ihr dann entweder hier trinken könnt, einen schönen, schweren Rotwein oder was auch immer euer Herz beliebt, einfach darauf anstoßen, dass ihr erfolgreich wart, diesen Tag einfach dann hinter euch lassen. Natürlich dann auch noch einmal in Gedanken bei Abemir seid
Und wenn Rafim dann einkehrt, kann er auch lange Zeit darauf warten, dass Abel mir zurückkommt. Wahrscheinlich werden die anderen noch vorher wieder zurück da sein, sodass du dann das schwere Klappen der Tür hören kannst, Rafim, und die anderen dann nach und nach eintreten. Ihr könnt euch schon mal gleich schlafen legen, ich wecke euch dann, wenn er da ist. Oder möchte jemand mit mir warten? Was habt ihr denn mit ihm zu besprechen? Persönliches. Was denn? Und warum wolltet ihr uns deswegen dann wecken? Vielleicht wolltet ihr auch mit ihm sprechen, ich dachte. Ja, ich denke, ein paar aufbauende Worte kann er schon vertragen. So, ich dachte Boltax wäre da genau der Richtige, so als Geode und... Ja, das mache ich, Berg. Ich da. Immerhin war es doch ein einschneidendes Ereignis und das ist bestimmt keine leichte Situation jetzt. Richtig, habe ich mir auch gedacht. Aber wenn ihr wollt, legt euch schon mal schlafen, ich bleib so lange wach und wenn wir fertig sind mit Quatschen, dann würde ich euch wecken. Möchte denn irgendjemand geweckt werden? Ja, wecke mich ruhig. Dann wecke ich dich. Ja, das wäre wohl angemessen, wenn ihr das machen würdet. Mache ich, gerne. Wenn sowieso alle aufstehen, ja, dann wecke ich auch. Gut. Ich wecke euch alle. Ja, dann würde ich sagen, stellt ihm ein Bier bereit, sodass er, wenn er kommt, erst einmal einen Schluck nehmen kann. Ich denke, das braucht er. Hat er nicht bei dieser Besprechung schon genug gelitten? Ja, genau deshalb braucht er Bier. Nein, Abel, mir trinkt doch immer Wein. Ach ja, stimmt. Ich werde was aus der Küche auftreiben. Das ist nicht das Problem. Ah, dann gib mir das Bier. Nachdem ich jetzt schon wieder den Drachen gesehen habe, brauche ich das wirklich. Ja, das ist verständlich. Es ist auch gar nicht so schlecht. Also nicht so gut wie dieses Zwergenzeug da von eurem Geonenfreund. Das war ja besser. Das war fantastisch. Das war auch aus Xorlosch. Echtes Xorlosch. Aber das hier ist auch in Ordnung. Naja. Also gut, dann gib mir doch einmal eine Selbstbeherrschungsprobe, um wach zu bleiben. Ich auch. Nee, du nicht, weil Elfen so oder so nicht schlafen müssen, wenn sie nicht schlafen wollen. 11 Punkte. Also ich würde einfach darauf warten, dass er ankommt. Ah, 11 Punkte. Gut, die anderen können natürlich auch ins Bett gehen, wenn sie mögen. Beziehungsweise noch ein Bier oder sowas trinken und dann kann Rafim bemerken, Sonne ist natürlich schon untergegangen, Helmada, also eine gewisse Mondphase, die im Himmel gerade steht. Es muss wohl so, dein Zeitgefühl sagt dir, vielleicht frühe Bochornstunde. Rohalstag. Kannst du sehen, wie sich wohl Schatten bewegen? Und zwar von der Tür. Sie hat sich wohl einen kurzen Moment geöffnet und dann ist sie wieder zugegangen. Es gab allerdings kein einziges Geräusch. Dann kannst du sehen, wie ein Schatten sich in dem Haus bewegt. Eine schwarze Person und sie schält sich dann aus der Nacht. Ja, mit der einen Hand wird der Schlagring angelegt und mit der anderen hinter der Person hergegangen. Boykor, zeigt euch! Ich drehe mich um, schlage die Kapuze zurück. Hallo, Rafim. Abel mir. Soweit ist nicht nötig. Er würde auf dich zugehen, dich erstmal in den Arm nehmen. Schön, dass es dir gut geht. Immer. Hast du einen Moment? Ich würde gerne was mit dir besprechen. Gewiss, ich denke, das Haus scheint ruhig zu sein. Wir sollten in die Küche gehen. Sehr vernünftig. Steck mal den Kopf hinter irgendeinem Türrahmen vor. Oh, du bist da. Vielleicht willst du wieder gehen. Die anderen sagen, sie hätten Wein für dich. Inventarion, würdest du dich um den Wind draußen kümmern? Ja, Inventarion schaudert ein bisschen. Horcht dann einmal auf. Tatsächlich etwas aufgeregt, nicht wahr? Bitte nicht aufs Dach setzen. Kümmert euch darum. Nun, was habt ihr zu sagen? Also, ich war ja heute anwesend und ich weiß zwar nicht, wie wichtig euch diese Gilde da war, aber ich nehme mal an, dass das ein ziemlicher Tritt vors Knie war. Da wollte ich euch nur sagen, dass ihr, wenn diese Arschlöcher da euch nicht haben wollen,
dass ihr nahe Anfern Heimat habt. Dass ihr bei mir und meinen Jungs und meinen Damen natürlich auch willkommen seid. Ganz egal, was die Arschlöcher da sagen. Ganz egal, wie frech die werden. Ganz egal, obwohl die gar nicht wissen, wo wir standen. Wir können noch so viel reden und noch so viel quatschen, aber wenn ihr wirklich Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ich lege meine Hand auf Raffins Schulter, muss sie ein bisschen überstrecken wahrscheinlich. Hab Dank, aber ich habe schon neue Verbündete gefunden, neue Macht. Aber ich komme sicherlich gerne auf euer Angebot zurück. Wer weiß, wozu ich euch und eure Freunde benötigen könnte. Ich wollte euch nur sagen, ich habe euch das im Dschungel nicht vergessen. Ich stehe zu meinen Freunden. Auch wenn diese Arschlöcher da meinen, sie könnten auf euch trampeln. Und wenn ihr wollt, dass dieser Gräum einen Unfall hat, sagt nur Bescheid. Nein, ich denke, dieser Gräum wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Der Tod ist immer gerecht. Zu allen. Nun, ja. Ich danke die anderen euch. Wollten, dass ich euch wecke, wenn ihr da seid. Wollt ihr das noch heute Nacht über euch ergehen lassen oder wollt ihr erst schlafen? Ich denke, morgen früh ist ein angemessener Zeitpunkt. Gut, hier, ich habe euch noch einen Wein geholt. Ah, ich weiß, Dank. Der ist bestimmt nicht gut genug, aber ich wusste nicht, welcher gut ist. Nun, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich habe gewisse Dinge abgelegt. Dazu gehört auch, nun ja, die Sinnesfreuden, die mir solche Getränke bereitet haben in der Vergangenheit. Ja. Das ist nicht mehr wichtig. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber ich habe es nicht durchgehalten. Aber ihr schafft das schon. Dann eine gute Nacht mal mit mir. Gewiss, gewiss. Habt eine gute Nacht und einen ruhigen Schlaf. Wünsche ich auch. Und dann würde ich mich auch schlafen legen. Ja, ich würde auch nach oben gehen und mich in mein Bett legen. Gut. Mandarion kann dann irgendwann, nachdem er dem Wind gelauscht hatte, wieder nach drinnen treten und feststellen, dass sowohl Rafim als auch Abel mir auch nach oben in die Zimmer gegangen sind. Riech nochmal an den Wein, den Rücken vermutlich irgendwo hat stehen lassen. Schaudere über die Behandlung, die Abel mir über sich ergehen lassen muss. Ich werde mich dann vermutlich auch zur Ruhe betten. Gut, am nächsten Morgen könnt ihr wieder erwachen und nach unten treten in euren kleinen Salon, in dem man dann frühstückt oder isst. Sag mal, die Betten, glaube ich das nur oder sind die ganz wunderbar? Die sind tatsächlich sehr angenehm. So etwas gibt es bei uns nicht. Ja. Liegt bestimmt daran, dass ich nur auf dem Boden geschlafen habe. Oh. Ich könnte mich wieder dran gewöhnen. Ich befürchte es. Ja, guten Morgen. Oh. Guten Morgen. Sagt einmal, ist Abel mir denn nicht nach Hause gekommen heute Nacht, Rafim? Oh doch, er ist heute Nacht gekommen. Ah? Und Rafim wollte ihn den Wein anbieten, aber ich glaube, er hat sich zum Glück dagegen entschieden. Guten Morgen. Oh, ich stehe in der Tür. In tiefschwarzer Robe mit silbernen Stickereien an den Aufschlägen. Was habt ihr denn da an? Nun. Seid ihr in einen Klamottenladen gefallen? Nein, das ist eine Robe. Aber mir, bevor ihr etwas sagt und jetzt eine dunkle Phase durchmacht, ich kenne das. Und wisst ihr, also manchmal passieren solche schlimmen Sachen im Leben, damit man sich noch einmal zurückbesinnen kann auf das, was wirklich wichtig für einen ist. Und naja, wisst ihr, also vielleicht müsst ihr euch einfach in Zukunft mehr um euch selbst kümmern. Ich dachte ja auch erst, ihr hättet die Kontrolle über diesen Gym verloren, aber ihr habt ja dann tatsächlich eigentlich eine sehr solide Leistung gezeigt. Doch, doch, das muss ich jetzt einmal anerkennen, zugeben. Ja, doch. Und es war nicht eure Schuld, sondern dieser blasierte, affektierte Elf, der da oben saß. Pfui! In der Tat. Ich habe die graue Gilde hinter mir gelassen. Ich bin nun Mitglied der Bruderschaft. Ihr habt Brüder gefunden, das ist aber nett. Wollt ihr mich verarschen? Mitnichten, Isarun. Was ist denn die Bruderschaft? Die Bruderschaft der Wissenden.
Aha. Aber die haben doch hier gar keine Vertretung in Punin, oder doch? Das glaubt ihr vielleicht. Aber mir jetzt redet nicht so wie ein dahergelaufener Groschenromanheld. Würdet ihr mich vielleicht aufklären? Ich gehöre nicht zu den Wissenden. Was ist denn die Bruderschaft der Wissenden? Nun, im Allgemeinen, das landläufige niedere Volk bezeichnet uns als Schwarzmagier. Ach. Nichts könnte falscher liegen. Nun, du hast einen schwarzen Kittel an, oder? Ja, hat er nicht ganz ohne Zeichen. Seid ihr denn vollkommen verrückt geworden? Das ist doch unverantwortlich, diesen Leuten beizutreten. Die haben doch euch erst in diese Situation hineingebracht. Nein. Und dann schließt ihr euch denen an. Nein, das ist falsch. Moment. Ich schloss mich freiwillig an. Ich ließ die Gilde zurück. Aha. Sind schwach. Aber die schließen Gilde sich in ihre Bibliotheken ein. Und andere müssen dafür leiden. Dies konnte ich nicht länger dulden. Ja, gut, das meinte ich jetzt nicht so mit Rückbesinnung. Also ich dachte eigentlich, dass ihr vielleicht ein paar Jahre in die Natur geht und ruhiger lernt, mit Sachen umzugehen und vielleicht einen Töpferkurs macht. Was für eine Albernheiten. Was soll ich damit? Naja, ihr findet eure Mitte. Ich habe meine Mitte schon längst gefunden. Ich glaube, es ist nur ein Abschluss meines Pfades. Ein Abschluss eures Pfades. Ah ja. Meines Schicksals. Ich gehörte schon immer der Schwarzen Gilde an. Ich wusste es nur noch nicht. Ja, gut. Kiaras, wo ist das nächste Neonitenkloster? Wisst ihr das zufällig? Ich leide was? Nicht. Nicht wirklich, ich kenne mich nicht so gut aus. Das klingt doch aber nicht normal, oder findest du? Er klingt. Er stellt seine Stimme sehr tief, ja. Aber mir. Dir ist klar, dass du immer noch eine horasische Bohnenstange bist, oder? Das Aussehen hat nichts zu tun mit dem, was ich tue. Vielleicht ist er besessen, vielleicht sollten wir ihn in einen Tempel bringen. Nichts mir davon gefällt. Bin ich. So, Moment. Ich tat es aus freier Entscheidung, aus freiem Willen. Erkennt dies an. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ich meine, wir bei uns Zwergen haben ein altes Sprichwort. Stein bleibt im Kern immer ein Stein. Was hier so viel bedeutet, wie wenn es von vornherein das war, was ihr seid, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass ihr jetzt das herausgefunden habt. Es freut mich, wenn ihr letztlich auf den Pfad gekommen seid, auf den ihr wolltet. Aber wenn das nur eine Phase ist, dann... Es ist keine Phase. Boltax, ihr versteht das nicht. Was verstehe ich denn nicht? Nun ja, diese Bruderschaft der Wissenden, wie sie sich nennt, übrigens furchtbar sexistisch, möchte ich anmerken, das ist ein moralloser Zusammenschluss von irgendwelchen Zauberkundigen. Moralus? Sie haben überhaupt keine Moral. Ja, natürlich nicht. Ja, haben die Weißenden eine Moral, wenn sie andere Schwarzmagier töten? Was ist dort die Moral? Wenn sie sich gegen die Gesetze der Götter und der Welt verschreiben, dann müssen sie auf jeden Fall aus dieser getilgt werden. Und wie kommt ihr darauf, dass die Schwarzmagier dies nicht tun? Kennt ihr einen Schwarzmagier? Ihr? Nun, anscheinend ja, jetzt schon. Und? Sehe ich aus, als würde ich die Götter lästern? Wenn ich mir euch so anschaue, kann ich es nicht mehr von der Hand weisen. Ihr folgt nur euren alten Vorurteilen. Warum vertragt ihr euch denn nicht? Freut euch doch, dass er so schnell eine neue Sippe gefunden hat. Was? Weil Akademien der Schwarzen Gilde Dämonenbeschwörungen lehren. Was? Und Nekromantie. Ja, solche Schulen gehören dazu. Seht ihr, das meinte ich damit. Ihr werft Schwarzmagiern immer vor, sie wären Dämonenbeschwörer. Das sind sie mitnichten alle. Ich weiß nicht, warum du dich aufhörst. Sie können auch nicht keiner von euch, keiner von euch versteht das Mandra so recht. Warum lasst ihr ihn nicht seiner Methode und du folgst deiner? Vielleicht wird einer von euch eines Tages erkennen, wie die Harmonie zu bewahren ist. Sie kann noch viel von mir lernen. Das bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was ich von euch lernen möchte unter diesen Umständen. So, also ich spreche jetzt ein Machtwort. Hier werden keine Dämonen beschworen. Punkt. Ja, und bitte auch keine Toten beschworen, keine Geister beschworen, keine Chimären fabriziert und nicht irgendwelche Leute abgestochen, um an deren Blut zu kommen und damit irgendwelche finsteren Rituale zu vollziehen. Ich habe gerade Vorurteile. Ich
habe gerade erst gedacht, du sagst, wir stechen jetzt keine Leute mehr ab. Ich wollte schon völlig bruskieren. Aber das abgesehen, machen wir aber noch, oder? Aber abgesehen davon, Abelmir, ich muss sagen, die Kleidung ist echt schick. Ich finde auch, das passt zu meiner Rüstung. Ich bin ja auch in schwarz, Abelmir ist in schwarz. Ich finde, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht lächerlich aus. Aber was habt ihr gegen meine Rüstung? Nicht eure Rüstung. Die ist sehr schön. Ist in dieser Sache unerheblich. Oh, die kommt aus einer Anfahr vom Hausschmied der Basaltfäuste. Ich finde die schön. Und es ist auch sehr praktisch, wenn man mal im Dunkeln unterwegs ist, wird man nicht so schnell gesehen. Also da ist das mit der weißen Robe von dir, Isarun, schon etwas auffälliger. Selbstverständlich ist das so. Ich bin ja ein Fall des Lichts, kein Fall der Dunkelheit. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Das klingt auch sehr bedrohlich, Fall der Dunkelheit. Gar nicht schlecht. Was? Ihr seid ja alle... Vielleicht sollten wir einen Tee trinken und uns beruhigen. Ob man wohl einen Pfeil mit dem Zauber Dunkelheit belegen könnte? Wäre sehr praktisch, das wäre dann ein wirklicher Pfeil der Dunkelheit. Dunkelpfeil? Ja. Nun, Isarun, seid ihr bereit, mit mir weiter zusammenzuarbeiten oder nicht? Eine schwierige Frage. Ich würde nicht sagen, Isarun, aber wenn ihr noch irgendwie andere Verbündete habt, die vor Gaius Gaudoban Galotta oder wie die das Arsch noch gehießen hat, gestanden haben, dann holt die bitte aus eurem Sack. Aber wenn ihr keine habt, dann leben und leben lassen. Und Baktira töten. Das ist auch wichtig. Geht das mit Leben lassen zusammen? Das ist sehr wichtig. Was auch immer. Solange ihr gegen keine Gesetze verstoßt und euch streng an den Codex Albiricus haltet, muss ich das wohl gelten lassen. Codex Albiricus, sicher. Naja, Abelmir, du bist ja jetzt kein anderer als gestern, von daher habe ich da keine Probleme, weiterhin mit dir zusammenzuarbeiten. Nun gut, dann ist dies geklärt. Solange du dir nicht anfängst, jetzt die Haare schwarz zu färben und brütend die ganze in der Ecke sitzt, denke ich, sollte es in Ordnung gehen. Du möchtest, schneide ich dir eine Glatze. Was liegt dann als nächstes an? Oh, so eine Glatze, das würde... Glaub, also das ich würde denke, euch wir stehen, werden eine ganze Weile noch hier bleiben, zumindest bis Rohaya sich erholt hat und reisebereit ist. Aber warum wird sie mit uns reisen? Wollen wir sie alleine irgendwo rumreisen lassen? Nun, sie ist hier doch gut aufgehoben. Wird sie hier bleiben? Das wissen wir noch nicht. Deswegen werden wir erst einmal hier bleiben, bis wir mit ihr reden können. Warum gehen wir dann jetzt nicht und reden mit ihr? Sie ist praktisch ein Sippenmitglied, das jetzt erstmal selber drüber nachdenken will, wo sie hingehen möchte. Und wir sind die Sippe und warten darauf, dass sie sich entscheidet. Genau. Sie braucht ein wenig Ruhe, um sich selbst zu finden. Genau, stellt dir das vor wie eine Blume, die blüht ja auch nicht dauerhaft, sondern die ist auch mal verschlossen. Und momentan ist sie verschlossen, also Rohaya. Und die wird sich dann wieder öffnen, wenn sie mit uns reden möchte. So wie sich die Blume öffnet, wenn es an der Zeit ist. Na? Verstanden? Gut. Na gut. Aber vielleicht sollen wir uns beeilen. Wisst ihr, von meinen Freunden habe ich einen guten Witz gehört. Wollt ihr ihn hören? Ach, er wird wirklich zu so einem in der Ecke sitzenden, brütenden, schwarzhaarigen Kugelbart. Ja. Ein Witz, das ist fantastisch. Besser? Aus schrecklichen Romanen. Nein. Wie die Romane, die kleine Mädchen lesen. Richtig, mit den Vampiren und so. Genau. Nun, wollt ihr ihn hören oder wollt ihr ihn nicht hören? Ja, ich brenne darauf. Erzähl los. Gut. Drei Magier sitzen zusammen aus den drei Gilden. Der Weißmagier erzählt, wir haben hier die neueste Auflage des Codex Albiricus. Der ist bis vorgestern zu studieren, bis gestern zu verinnerlichen oder ab heute Gesetz. Daraufhin der Graumagier, wir haben hier die neueste Auflage des Codex Albiricus. Schaut mal rein. Ob diesmal was Sinnvolles drinsteht und denkt daran, dass die Weißen sich immer so damit haben. Daraufhin der Schwarzmagier. Wir haben hier die neueste Auflage des Codex Albiricus. Das heißt, wir brauchen diesen Winter kein Feuerholz.